Moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Büchercasting-Video. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der zweiten Runde angekommen. Wir haben jetzt alle Kandidaten vorgestellt bekommen in den verschiedenen Kategorien, in den verschiedenen Genres. Falls ihr das verpasst haben sollt, schaut mal in der Infobox hier unter dem Video vorbei. Da habe ich eine Playlist verlinkt, wo ich euch alle Videos nochmal zusammengestellt habe, dass ihr nochmal alle Kandidaten nochmal anschauen könnt in den verschiedenen Kategorien. Die Kategorien sind die verschiedenen Genres und die Kandidaten habe nicht ich selbst ausgesucht, sondern ihr habt mir diese Vorschläge gegeben und ich habe euch auch gebeten zu schreiben, warum ihr diese Bücher so toll findet. In den Anfangsvideos, in diesen Vorstellungsvideos haben wir uns erstmal nur um das Optische und um den Klappentext, also um den ersten Eindruck gekümmert und daraufhin durftet ihr abstimmen, wer jetzt in die zweite Runde kommt. Und pro Kategorie, pro Genre kommen immer drei in die nächste Runde. Wir kümmern uns heute um die Horror- und Thriller-Bücher und das werden jetzt halt auch drei Kandidaten sein. Und ab jetzt dürft ihr wieder abstimmen, wer denn als nächstes in die nächste Runde, beziehungsweise das wird dann das Finale sein. Es wird einen Sieger pro Kategorie geben und die werden dann im Finale nochmal gegeneinander antreten. Der Sieger dieses Büchercastings wird von uns zusammen in einer Leserunde gelesen. Ja, wir fangen an und diesmal wollen wir uns halt ein bisschen mehr mit den Büchern beschäftigen und nicht nur auf das Optische und den Inhalt gehen, was natürlich auch jetzt aber dazu gehört. Ja, der erste Kandidat, der jetzt in die zweite Runde gekommen ist, von euch gewählt wurde, ist Das Haus der Monster von Danny King. Dieser Kandidat wurde tatsächlich 17 Mal gewählt und das ist mit Abstand tatsächlich der meistgewählteste. Aber alle Stimmen werden jetzt wieder gestrichen und es geht jetzt wieder von null los. Also er hat damit jetzt keinen Vorsprung sozusagen vor den anderen. Aber ich möchte euch natürlich das Ergebnis nicht vorenthalten. Ja, in dem Haus der Monster geht es um einen Sonderling, der sehr abgeschottet in einem verrotteten Haus lebt und eigentlich meiden ihn alle Städtler, aber es gibt so ein paar Rotzbengel, Lausebengel, die ihn immer mehr Streiche spielen und diese Streiche werden auch immer derber und er möchte sich irgendwann rächen und stellt den Bengeln eine Falle und die schnappt irgendwann zu. Das Buch ist aber in mehreren Teilen aufgeteilt, also einmal wahrscheinlich eher so in der Gegenwart, das, was ich gerade erzählt habe, und dann gibt es noch ein paar Erzählungen, was er alles bereits schon erlebt hat und das erzählt er wohl diesen Streichelspielern. Das hat vieles mit Vampiren zu tun, mit Monstern zu tun, also er hatte eine sehr, sehr rasante Vergangenheit, die sehr spannend und Fantasy und horrorlastig scheint. Und das ist auf jeden Fall eine Mischung, die mich auch angesprochen hat. Und ich kann durchaus verstehen, warum so viele von euch dieses Buch gewählt haben. Ja, und jetzt möchte ich euch noch erzählen, wer denn ja diesen Vorschlag gemacht hat und warum das eingereicht wurde. Und zwar ist das die liebe Minerva gewesen, die auf jeden Fall auch immer wunderbare Kommentare unter meinen Videos da lässt. Und da freue ich mich immer wieder drüber. Sie hat mehrere Kandidaten ins Rennen geworfen. Unter anderem war hier halt eben das Haus der Monster dabei. Und sie schreibt, dass es einfach ein toller schwarzer Humor ist, der gepaart mit skurrilem Horror wurde. Und dass es eines ihrer Highlights 2018 war. Ja, das habe ich auch in einigen Rezensionen gelesen, dass dieser schwarze Humor sehr, sehr gut rauskommt, dass es sehr, sehr skurril ist, etwas Neues ist, dass es rasant ist und dass es auch also Horror ist, der dann doch ein bisschen, ja, was heißt gruselig, aber ein bisschen derber wird nach und nach. Und ja, das finde ich wirklich eine tolle Mischung. Und was ich euch jetzt noch bieten möchte, neben diesen kleinen Einblicken, möchte ich euch den ersten Satz oder je nachdem, wie lang das ist, ein, zwei Sätze aus dem Buch vorlesen, eben so den Einstieg. Und ja, finde ich immer sehr spannend. Dazu habe ich ja auch schon ein, zwei Videos gemacht zu ersten Sätzen in Büchern. Die müssen nicht immer sehr, sehr packend sein, aber manche sind ja sofort fesselnd. Und auch hier möchte ich euch den ersten Satz also vorlesen.
In jeder Stadt, in jedem Viertel gibt es so ein gruseliges altes Haus. Heruntergekommen, zugewuchert, vernachlässigt und vergessen. Bewohnt wird es in der Regel von einem gruseligen alten Mann, der mehr oder weniger den gleichen Eindruck macht. Vergammelt, verwittert und mit bröckelnder Fassade schlurft dieser alte Mann durch die Gegend und kümmert sich um seinen eigenen Kram, wie zum Beispiel das Durchwühlen der Bauschuttcontainer in der Nachbarschaft. Ja, das wären jetzt die ersten drei Sätze. Ich dachte, irgendwie, das bringt noch ein bisschen mehr Feeling rein als nur der erste Satz, weil die auch irgendwie so zusammengehören. Natürlich werde ich von den anderen Büchern dann auch die ersten drei Sätze vorlesen. Ja, das war der erste Kandidat. Auf jeden Fall eine gute Wahl von euch, wie auch die anderen beiden. Ich werde euch in der Infobox auch verlinken, wie ihr insgesamt abgestimmt habt. Also ich werde euch natürlich jetzt hier in diesem Video nur die ersten drei vorstellen und wie ihr da mit wie vielen Stimmen ihr da abgestimmt habt. Aber damit ihr sehen könnt, welches Buch wie viele Stimmen bekommen hat, werde ich euch das alles in der Infobox nochmal auflisten. Der nächste Kandidat, der es in die zweite Runde geschafft hat, befindet sich bereits in meinem Besitz. Also ich werde es auf jeden Fall lesen, aber werde natürlich auf jeden Fall abwarten, wie weit es denn in diesem Büchercasting voranschreitet und ob es vielleicht der Sieger wird. Es ist ein Klassiker und passt, ja, weiß ich nicht so genau, ob es überhaupt in diese Horror- und Thriller-Ecke passt. Es hätte vielleicht auch in die Rest-Ecke passen können, aber ich dachte, von dieser düsteren Stimmung her passt es schon ganz gut in dieses Genre. Und zwar ist das Bildnis des Dorian Gray. Es spiegelt jetzt gerade sehr, ihr könnt so ein bisschen mein Fenster, den Baum und den Laptop sehen, weil es noch eingeschweißt ist. Das war in dem Büchertauschpaket von der lieben Jenny und ich finde diese Ausgabe wirklich, wirklich schön, mal abgesehen von den Typen da drauf, den ich jetzt nicht so pralle finde. Ja, aber darum soll es ja nicht gehen. Dieses Buch hat von euch 8 Stimmen bekommen, also auch auf jeden Fall einiges. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, was so vielen daran fasziniert. Denn hier geht es um einen jungen Mann, einen Schönling, der ja das Nachtleben und ja, sich so richtig Ausschweifungen und Genuss hingibt. Und ja, dadurch auch noch jemanden kennenlernt. Hier steht drauf, er wurde verführt von einem Zyniker Lord Wotton, eben zu diesem Lebensstil, zu diesem ausschweifenden Lebensstil. Und durch einen seltsamen Pakt wird er ja, nicht altern und es wird keine Spuren von diesem ausschweifenden Leben irgendwie an seinem Gesicht vollzogen, sondern ein Porträt von ihm altert. Aber das hat er mit diesem Pakt dunkle Mächte heraufbeschworen und es hat durchaus grausame Folgen. Ich bin sehr gespannt, wie das geschrieben ist. Ich habe von Oscar Wilde noch nichts gelesen und ich habe eine Verfilmung davon gesehen und so angelehnt daran so ein Horror-Let's Play angeguckt und mich hat diese Thematik einfach sehr fasziniert. Und dieser Tipp kam von der lieben Sarah von dem Kanal The Sarah Story. Und ich weiß, dass sie von diesem Buch immer wieder schwärmt und hatte mich schon gedacht, dass das von ihr kommt. Und auch sie hat natürlich eine Begründung abgegeben, warum sie dieses Buch gewählt hat. Sie schreibt, sie hat ein bisschen mehr geschrieben. Ja, sie findet dieses Buch einfach unglaublich wichtig, weil es aufzeigt, wie schnell man den Schönheitswahn erliegt und wie weit das einen in den Abgrund treiben kann. Es geht aber auch um Homosexualität und um Charaktere oder um Charakter, um Gewissen und sehr stark um die eigene Moral und auch die der anderen. Sie schreibt auch, dass sie dieses Buch einfach so sehr liebt. Und ja, ich finde, was sie da geschrieben hat, also sie sagt auch, dass es ihr Lieblingsbuch ist und man merkt einfach, wie viel sie sich damit beschäftigt hat und wie sehr sie daraus etwas lesen kann. Und ja, das ist nicht einfach nur
eine spannende Unterhaltung ist, sondern man durchaus einiges daraus lesen kann. Dann ist mir noch aufgefallen, das passt jetzt nicht ganz hierher, aber das wollte ich hier einmal erwähnen, hatte sie mir noch ein Kinderbuch empfohlen und das ist mir leider durch die Lappen gegangen. Das habe ich tatsächlich vergessen aufzuschreiben und dadurch ist es bei den Kandidaten nicht aufgefallen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber dadurch, dass dieses Buch jetzt in der nächsten Runde ist, ist es vielleicht ein kleiner Trost für dich. Ja, und auch hier möchte ich natürlich die ersten Sätze einmal vorlesen. Starker Rosenduft durchströmte das Atelier und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns. Von dem Persiva-Divan, auf dem er lag und nach seiner Gewohnheit unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wotton gerade die süß duftenden und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauches gewahren, dessen zitternde Zweige die Last einer so flammenden Schönheit kaum tragen zu können schienen. Und hier und da flitzten die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen bastseidenen Vorhänge des großen Fensters und brachten eine Art japanische Augenblickswirkung hervor, sodass ihm die blassen, nephritidfarbenen Maler Tokios einfielen, die vermittelst einer Kunst, die nicht anders als unbeweglich sein kann, den Eindruck der Raschheit und die Bewegung hervorzurufen suchen. Das waren jetzt sehr lange drei Sätze, aber ich habe das jetzt auch das erste Mal gelesen und es scheint ja eine sehr, sehr blumige und poetische Sprache zu sein, was ich sehr mag. Also das hat mich jetzt auch schon sehr, sehr angesprochen. Ich muss sagen, die beiden Kandidaten sind so unglaublich unterschiedlich, aber sprechen mich beide so sehr an, dass ich mich freue, dass ich mich nicht entscheiden muss, sondern dass ihr das für mich tut. Und es wird ja jetzt nicht einfacher, denn es kommt ja noch ein Kandidat. Der letzte Kandidat ist auch wieder so ein Zwitter, wo man nicht ganz genau weiß, in welches Genre packt man es. Es ist eigentlich historisch, es ist was Spannendes dabei, es ist eine Familiengeschichte, also irgendwie eine tolle Mischung aus allem. Und zwar ist das der Historiker von Elizabeth Kostova oder Elisabeth Kostova. Dieses Buch ist mit 6 Stimmen in das Finale gekommen, also auch noch einige. Es gab noch ein anderes Buch, was 6 Stimmen hatte, aber bei dem war ich mir nicht ganz so sicher, ob die 6. Stimme tatsächlich eine Abstimmung war. Und weil ich mir da nicht so sicher war, habe ich das einfach zum Kriterium gemacht, warum ich jetzt den Historiker ausgewählt habe als dritten. Ich habe kurz überlegt, ob ich 4 Kandidaten nehme, aber das würde dann einfach wieder den Rahmen sprengen und ich will einfach immer nur 3 Kandidaten haben und deswegen habe ich jetzt den Historiker ausgewählt. Ja, in diesem Buch geht es um eine junge Frau oder um ein junges Mädchen, das mitten in der Nacht in der Bibliothek ihres Vaters ein Konvolut von mehreren vergilbten Briefen findet. Und in diesen Briefen verbergen sich unglaublich viele Geheimnisse, die ihren Vater betreffen, aber auch ihre Mutter betreffen und zusätzlich dieses Schicksal auch noch mit der historischen Figur von Vlad dem Fehler oder auch die historische Figur, die zu Dracula gedient hat, zusammen verbinden. War das jetzt ein Satz? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also daraufhin beginnt sie halt noch weiter zu recherchieren in verschiedenen Bibliotheken, in verschiedenen Standorten und es wird mehr und mehr klar, was für grausame Taten Vlad der Fehler begangen hat und es wird wahrscheinlich auch darauf eingegangen, was nun ihr Vater und ihre Mutter damit zu tun haben und das Ganze klingt nach einem unglaublich spannenden Familiengeheimnis und eben damit mit dieser historischen Figur klingt unheimlich, aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen nach Recherchen, so ein bisschen auch nach Dan Brown und nach Geheimnissen und das mit den Bibliotheken hat mich natürlich auch sofort angesprochen. Und es ist ein dickeres Buch, aber ich glaube, dass da auch viel hintersteckt, eben weil es so eine tolle Mischung auch ist. Also ich habe gerade nachgeschaut, das Buch hat tatsächlich 832 Seiten, ist also ordentlich ein Brecher, aber ich finde, das klingt so spannend, dass mich das gar nicht abschreckt. Also
Dicke Bücher mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Da kann man dann ja ordentlich was reinschreiben. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch wieder sagen, wer das Ganze vorgeschlagen hat. Wenn ich mich recht entsinne, war auch das wieder ein Lieblingsbuch, was uns hier vorgeschlagen wurde. Genau, nämlich von der lieben Sabrina Schneider. Die hat zwei Sachen vorgeschlagen und unter anderem war da eben auch der Historiker dabei. Und sie schreibt, dass es ihr absolutes Lieblingsbuch ist und dass es zwei Zeitstränge beinhaltet: Familiengeschichte, eine Reise und Nachforschung und natürlich Dracula. Und ja, genau diese Mischung hat mich ja auch angesprochen und ich finde, das klingt irgendwie gruselig und mysteriös, spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch hier wieder der Beginn der Geschichte. Es handelt sich hierbei, glaube ich, um einen Brief, damit ihr nicht verwirrt seid, wie er beginnt. Und das fängt an: Für meinen Vater, der mir als erster einige dieser Geschichten erzählt hat, ein Hinweis an den Leser. Die folgende Geschichte wollte ich eigentlich nie zu Papier bringen. Kürzlich jedoch hat mich eine Art Schock dazu gebracht, mir noch einmal zu vergegenwärtigen, was für mich und einige der mir liebsten Menschen zweifellos die beunruhigendsten Ereignisse meines Lebens waren. Es ist die Geschichte, wie ich mich als 16-jähriges Mädchen auf die Suche nach meinem Vater und seiner Vergangenheit machte, wie er seinerseits nach seinem geliebten Mentor und dessen Vergangenheit suchte und wie wir uns alle auf einem der dunkelsten Pfade in längst vergangene Zeiten wiederfanden. Ein sehr, sehr schöner Einstieg, finde ich, der das Ganze auch noch mal so umreißt. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Brief an die Leser von der Autorin, aber es ist von der Erzählerin, von dem jungen Mädchen, die eben diese Briefe findet. Und ich finde tatsächlich, dass jetzt alle drei kurzen Leseproben oder die ersten drei Sätze wirklich sehr aussagekräftig für die Bücher waren. Das finde ich ist nicht immer so. Es gibt ja manchmal ganz, was jetzt nicht immer schlecht fürs Buch ist, aber um euch so ein um uns einen guten Einblick zu geben, fand ich, war das wirklich grandios und daraufhin kann man wirklich eine tolle Entscheidung finden, wie man sich entscheidet. Ja, das war jetzt auch ein seltsamer Satz, aber wie immer habt ihr mehrere Stimmen, also wenn ihr sagt, ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden, dann schreibt einfach beide rein. Für mich wäre es ein großer Vorteil, wenn ihr das wieder in Großbuchstaben macht, damit ich nicht irgendwas übersehe. Natürlich lese ich trotzdem alles durch, aber bei den letzten Kommentaren war es manchmal auch unsicher, wenn ihr von einigen Büchern sprecht, ob ihr jetzt dafür nun votet oder ob ihr nun einfach nur darüber sprecht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das Buch oder die Bücher, für die ihr stimmt, tatsächlich in Großbuchstaben schreibt, damit ich weiß, für diese Bücher wollt ihr abstimmen. Ja, ich hoffe, dass ich es jetzt ein bisschen schneller hintereinander gedreht kriege, damit wir auch dann die nächsten Kategorien abhandeln können. Ich habe die anderen noch nicht ausgezählt, also weiß die Ergebnisse von den anderen Genres noch nicht. Also dürft ihr und dürfen wir immer noch gespannt sein. Mir bringt das ganze Projekt immer noch sehr viel Spaß und es freut mich, dass es bei euch auch gut ankommt. Ich hoffe, ihr findet jetzt die zweite Runde auch spannend, wo wir so ein bisschen mehr auch in die Bewertung reingehen, wo man auch ein bisschen freier sprechen kann und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, auch wenn das natürlich jetzt natürlich noch tiefer hätte sein können. Aber ich hoffe, es reicht euch, um einen kleinen Einblick mehr zu erhalten. Vielen lieben Dank nochmal an die ganzen Tippgeber. Ja, das war es erstmal für dieses Büchercasting-Video. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, habt eine schöne lesereiche Zeit. Bis dann, ciao, ciao.